Die Fotogruppe der Naturfreunde Bruck an der Mur feiert ihr 70-jähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden Ausstellung. Insgesamt 96 Fotos, geschaffen von 14 talentierten Fotografen, spiegelten die breite Palette kreativer Werke der Fotogruppe unter der Leitung von Sektionsleiter Norbert Mandl wider. Wir feiern 70 Jahre Fotogruppe. Warum wir es feiern? Weil es ein Anlass ist, eigentlich runter. Und was steckt hinter der Fotogruppe, ist eigentlich die Liebe zur Fotografie. In dem Sinn, dass wir Gefühle, Gedanken, verschiedene Dinge in Fotos umsetzen und präsentieren. Wie viel Emotion und Leidenschaft steckt hinter jedem Foto? Ja, praktisch die ganze, wenn man nicht sonst noch irgendwas dazu hätte, nicht wie Familie oder Freunde. Nicht? Aber es ist das Hobby, bindet sich mit ein, praktisch in das Leben, ja, wie man so dahin lebt eben. Nicht? Das ist praktisch die Fotografie sozusagen als zum Festhalten eben des Lebens, aber auch eben, wenn wir etwas sehen mit unseren Augen, zum Festhalten der Dinge, die passieren und so weiter. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung wurde von Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und Frank-Peter Hofbauer vorgenommen. Frau Bürgermeister, was sind Ihre Favoriten und Highlights? Ja, also das Jahr 2023 ist ja das Jahr der Jubiläen der Naturfreunde. Heute die Ausstellung zum 70-jährigen Jubiläum der Naturfreunde Fotogruppe. Und wir hatten ja am 24. Juni schon ein 100-jähriges Jubiläum Schutzhaus Hochanger. Ja, eine tolle Ausstellung. Es sind viele Leute hier, wunderschöne Fotografien, wunderschöne Bilder. Also es zahlt sich auf alle Fälle aus, diese Ausstellung zu besuchen, die ja ab heute 14 Tage läuft. Wie kommt man auf die Idee, Brucker Persönlichkeiten zu fotografieren und zu porträtieren? Ja, ich habe eigentlich überlegt, was ich machen könnte, weil ich bin ein waschechter Brucker und ich wollte wirklich speziell für Bruck was machen und nicht irgendeine Bäume oder Baumpilze fotografieren, sondern Leute, Persönlichkeiten, die jeder Brucker kennt. Und da habe ich mir überlegt, ja, wen könnte ich da nehmen? Und dann habe ich einfach gedacht, ja, nimmst einen Politiker, einen aus der Wirtschaft, einen Künstler und eben einen aus dem Sport. Und da sind mir spontan diese vier Herrschaften eingefallen. Und Gott sei Dank, nach Anfrage hat jeder das sofort begrüßt und hat gesagt, ja, eineinhalb Stunden Zeit kann ich da geben. Und das war ganz toll. Also für mich ist Fotografie auch, weil bei der Fotografie auch der Weg das Ziel. Also es geht nicht nur ums Foto, sondern auch um die zwischenmenschliche Beziehung, dass man einfach einen Kontakt aufbaut zu seinem Gegenüber und damit das einfach authentisch und realistisch abbilden kann. Zahlreiche Gäste, darunter Bürgermeister außer Dienst Bernd Rosenberger, Peter Haarer und Frank-Peter Hofbauer, genossen die faszinierende Welt der Fotokunst. Wie kommt man dazu, sich selbst in einer Ausstellung zu sehen? Ich wurde angerufen vom Herrn Heinz Feierer und er hat mich gefragt, ob ich mit auf ein Foto kommen möchte. Sage ich, aus welchem Grund bitte? Ja, er möchte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus dem Sport und aus der Politik nehmen und er hat da an mich gedacht. Und so bin ich eigentlich zu diesem Kinde gekommen. Ja, der Herr Feierer hat mich angesprochen, ob er mit mir ein Fotoshooting machen kann. Habe ich gesagt, ja gerne natürlich und es schadet ja nicht, wenn man sich ein bisschen präsentieren kann. Was stellt das Bild dar? Es stellt die eine Seifenblase dar, die auf dem Kirchturm hängt. Das ist noch der alte Kirchturm. Und Fotografie bedeutet für mich Kunst. Warum fotografiert man eine Tulpe getrocknet und nicht blühend? Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, Tulpe blühen kennt eigentlich ja jeder. Getrocknet auf die Idee, das war einfach ein Jux und Tollerei. Ich habe irgendwas einmal aufgehängt zum Trocknen. Nicht? Und aus dieser Dings heraus halt, habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich mal ein Foto machen. Ist einmal was anderes. Die Ausstellung ist noch bis 6. Oktober bei freiem Eintritt im Rathaushof Bruck an der Mur zu sehen.
für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. meinbezirk.at. Ihr Einkaufs- und Fachmarktzentrum in Kapfenberg, der Euromarkt, lädt zum sünftigen Oktoberfest am Freitag, den 6. Oktober und am Samstag, den 7. Oktober. Es wird sehr viele tolle Aktionen und Angebote geben. Ebenso wird es das MEMA TV Glücksrad mit tollen Preisen geben. Holzstocknageln für groß und klein. Und natürlich für die musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Am Samstag starten wir dann gleich mit einem Frühshoppen mit Manuel Mascher. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und Herbstbuttons können bemalt werden. Ein Kasperltheater wartet ab 10 Uhr und ab 13 Uhr dann eine große Tanzparty mit Picasso und Nancy Sue. Sichern Sie sich jetzt Ihre exklusive Bulls-Mitgliedschaft und erleben Sie die Basketball-Saison hautnah. Mit unserem unschlagbaren Angebot erhalten Sie Ihr Saisonticket zum halben Preis, das für alle Spiele und die Playoffs garantiert ist. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, ein Teil der Bulls-Gemeinschaft zu werden und Basketball in seiner besten Form zu erleben. Holen Sie sich Ihre Bulls-Mitgliedschaft und Ihr Saisonticket zum halben Preis noch heute. Vom Donnerstag, dem 5. Oktober bis Samstag, dem 7. Oktober findet hier in Kindberg wieder unser beliebtes Herbsteinkaufsfest statt. In knapp 30 Mitgliedsbetrieben erwarten Sie Sonderaktionen und auch unsere Suppentaler werden wieder ausgegeben. Am Freitag findet dann der Herbstabendlauf statt und am Samstag, dem 7. Oktober, unsere großartige Suppenstraße. 14 Wirte schenken ihre Suppen hier aus und ebenfalls wird Live-Musik in der Fußgängerzone sein. Wir freuen uns auf großartige Veranstaltungen und ein tolles Herbsteinkaufsfest. Grüß euch! Am 25. November komme ich nach Großfeitsch St. Barbara in den Feitscherhof mit meinem Spezialprogramm The Sound of Schlatzing. Da singe ich nämlich meine schönsten Lieder, da machen wir uns einen musikalischen Abend. Und damit es auch schön klingt, habe ich zur Unterstützung den Feiersalamander mitgenommen, der trifft alle Töne, damit es auch gut klingt. Also, kommt hin, kauft euch Karten, machen wir uns einen schönen Abend. Wird sicher lustig. Vier Denk. Wir von Trachten-Wernbacher laden euch recht herzlich am 6. und 7. Oktober bei uns im Mitterhof Mürztal zu unserem Fest Anzapft ist ein. Kulinarisch haben wir uns auch was einfallen lassen für euch. Wir bekommen direkt aus München von der Fleischerei frische Weißwürste, dann einen Münchner Leberkäse, eine sensationelle Brezenbar mit den Obersten und ein Augustiner Oktoberfestbräu vom Fass. Die Schmankerl warten alle auf euch. Musikalisch umrahmt wird unser Fest mit den Ludwigs Harmonika Kids und weiter haben wir für euch die Preise angezapft. Sensations-Top-Angebote am 6. und 7. Oktober bei uns bei Trachten-Wernbacher im Mitterhof im Mürztal.